Holki, guten Morgen. Wie spät? Was lachst du? Es ist 9:09. 9:09? Ich dachte allerdings, habe ich gedacht, du kommst vor 8:45 oder so, bist du wieder da. Hast du ein bisschen gebraucht, wa? Ich bin 8:15 erst losgegangen und dann haben die noch draußen im Haus für den Riesenterror gemacht. Hast du das nicht gehört? Nee, ich hab geschlafen denn. Was fort? Keine Jacken anziehen wollten und ich habe darauf bestanden, dass sie wenigstens eine kleine Jacke anziehen. Eine dünne. Naja, auf jeden Fall hatten wir dann. Mit anderen Worten, verschlafen. Gleich mal, ja. Gut. Und wieder nach vorne ein bisschen mehr räumen. Und dann geht's los hier. Also, kleinen Moment noch. Ach, wer ist denn da? Dann kommt er doch noch mal mit. Der Wolfgang ist da. Mensch, Wolfgang. Was willst du denn dann hier? Warte. Warte. Muss doch mal verkauft werden, der Draht. Was ist denn los hier? 80 Euro. Ja, aber 80 Euro. Na gut, das will ich. Ja. Ich hab mich gestern Abend richtig gefreut. Hast du das? Ja, Tommy. Ja. Schöne Unterhaltung gehabt. Abends ist das besser als weg vom Fernseher zu kommen. Ja, das ist auf alle Fälle. Ja, warum? Wolfgang. Der ganze Winter war so lang gewesen. Da ertragt er. Guck mal hier. Franz in den Fußballringen. Polizeirazzia bei Ex-Profis von Hertha und Union. 28. Urlauber Stern bei Busunglück. Madeira wieder in Portugal. Alex ist auch vielleicht nach einer nach Hause hier. Mann, Nuki, siehst hübsch aus. Richtig hübsch heute. Hat sich selber Klamotten rausgesucht heute. Ja, total gestylt. Mann, ich muss aufpassen, ey. Ja, das ist 3 Jahre später. Oh, hör auf, ey. Ja. Das ist der 10er, wa? 10er ist es schon, wa? Nein, die ist 8. 8, naja, ich dachte, 10 wäre ich. Ach so, dann ist es 10, ja. Oh, trotzdem. So. Wir müssen ja gar nicht die Tretkugel, die Kettenrad gar nicht auseinanderschrauben, sondern nur Tretlager. Geht los, vielleicht die Position, weiß ich nicht. Schon mal schauen, das muss ab. Mann, ich habe vergessen zu bestellen. Ja, die schönen Gazelle-Kappen, die sind hinfällig. Die werden zerbröseln jetzt hier. Mensch, also bist du. Ja, siehst du, super, ey. Das ist rostig. Mann, ey, wenn es so aussieht. Na, da freue ich mich ja schon auf den Rest. Oh, die geht einfach. Ja, na toll. Was ist das? So weggerostet, das ganze Material ist weggerostet von der Schraube, vom Schraubenkopf. Jetzt kriegt 14er passt ja auch nicht mehr.
verkantet. Aber hat sich ja gefangen. Ey, gut, Rossner habe ich. Die ist Müll. Okay, das Ding. Okay. Bin gleich da. Ich guck mal gleich an. Super. Bin drauf. Ja, komm mal mit. Schauen wir mal. Was? Ja, das war schon mal bei dir. Jetzt beginnt der schöne Teil. Einfach nur rauskloppen, eigentlich. Hoffentlich klappt es so, wie ich mir das vorstelle. Tja, den bolze ich jetzt einfach mal raus hier. So einfach ist das. Zack, raus. Oh Mann, da sehen wir schon. Hier ist absolut ein Wasserschaden drin. Seht ihr das überhaupt? Das ist schon wieder so dusselig hier. Hier, ist ja klar, das kann nicht mehr funktionieren. Was soll denn da funktionieren noch? Das ist im AA. Im AA-Asch. Wie das aussieht. Uiuiui. Zwitschert wie ein kleines Vögelchen. Naja, gut, andere Seite raus. Also daran liegt es auf alle Fälle. Oh Mann, der Rahmen. Der Rahmen pellt ja richtig ab hier. Also lange macht der nicht mehr. So, ja, gut, Mensch. Spezial, Spezial, Roland Rad, Spezial. So, wo krieg ich jetzt auf die schnelle Solare her? Ja nicht, das muss ich bestellen, kompliziert. Bobby? Ja bitte! Ein bisschen, ja. Zeig gerade. Bin gerade an einem toten Punkt angekommen. An einem toten Punkt? Ja, an einem toten Punkt. Willst du den Tisch mal rausbringen? Tja, das ist eine Frage, du. Best ever. The best ever. Ich musste hier knacken, weil der Kollege hat den Schlüssel vergessen, sagt er. Vergessen, verloren. Für Haus, für Hof. Haus, für Hof, für alles. Einmal. So. A broken chain. Shit. Luki ist der Dentist. Tin. Die Zahnpaste. Ah, Toothpaste. Ja, jetzt muss er sich selbst die Zähne putzen. Du musst ihm doch zeigen, wie es geht. Und was macht eine Zahnärztin? Das ist aber sehr lieblos. Muss aber noch ein bisschen üben. Da weiß schon, dass die ganzen Leute aus dem Mund auch stinken. Also, das ist ein Job da, ey. Ich weiß auch nicht. So ähnlich wie, Frauenarzt oder so. Das würde ich auch nicht machen wollen. Das muss ja nicht stinken. Das muss nicht riechen. Das der kann stinkt doch nach Knete. Frisch wie eine Sommerblume duften. Zunge. Ja, die Zunge hat es nötig. Die hat eine Delle jetzt von mir. Ich dachte, die wäre aus Gummi oder so. Warte, ich krieg's wieder hin.
Zahntechnik und wieder. Was bitte? Bekommt ihr denn? Ja, nicht. Ja, gut. Der Tochter ein bisschen Taschengeld, wenn ich darf. Sie freut sich immer. Hier, ein bisschen Taschengeld. Dafür, dass du mir die Pumpe hoch kommst. Ja. Danke, ich euch habe. In der Mitte und dann musst du da so irgendwie reinwappen. Ich habe wieder einen neuen Zettel für meine Pinnwand hier bekommen von Anuki. Klappt? Hi. Hi. Hallo. Oh, klappt nicht. Nein, nicht loslassen. Nicht loslassen. Klappt nicht. Kommst ja nicht mal durchs Papier durch. Bin leider. Einfach mal. Das machen wir heute nochmal. Ich weiß ja nicht, geht sie einkaufen nochmal? Bist du das? Ja, sie geht noch einkaufen. Ja? Ja. Dann soll sie einkaufen für Picken. Ja! Und dann, das haben wir lange nicht mehr. Genau, haben wir lange nicht mehr gemacht. Und dann machen wir nämlich, dass sie für Picknick alles mitnehmen. Und unser Frühstück ist Picknick! Genau, dann müssen wir uns irgendwo nennen. Fahren wir irgendwo hin. Einen schönen Platz. Da, wo dieser Strand ist, da halt. Da, wo wir immer an den See schwimmen gehen. Ist doch auch ein Schwimmen. Da müssen wir auch hinfahren erstmal. Ein bisschen schrien. Zack. Sehr geil. Die erste Bremse sitzt nach nur, was weiß ich, wie vielen Minuten, aber das dauert halt bei diesen alten System, wo du noch auf der einen Seite Vorspannung gehen musst mit so einer alten Schraubklemmschraube, da dauert das ein bisschen. So, meine Tochter hat eine Wortmeldung, wer bitte? Aber ich gehe kurz nach oben und sage das Mama und ich hole meine Jacke. Weißt du, was du sagen würdest? Ach nö, mir geht's nicht so gut. Und dann kann ich mitkommen! Ich sag's dir. Wie, dann kann ich mitkommen? Dann kann ich gleich mitkommen. Wo mitkommen? Egal, vergessen. Nee, vergessen nicht, warte, wo? Damit ich mithelfen kann, einkaufen. Ich meine, sie wird morgen nicht mitkommen wollen. Aber muss. Gut, ja, mach mal. Okay, komm dann gleich wieder. Okay. Der ganze Tag verplant wieder. Warte, ja, besser. Finde ich gut. Also das haben wir. Das funktioniert gut, das müssen wir gleich hier hinten machen. Ey, ja, das ist echt zeitaufwendig mit diesen alten Bremsen. Also da haben wir nämlich auf der Innenseite haben wir da hier so eine Vorspannfeder. Ja, und die müssen wir vorspannen richtig. Erstmal muss die wieder gängig gemacht werden, dieses alte System. So, hier müssen wir sowieso erstmal den Bremszug tauschen, weil der ist gerissen, der hintere. Wo ist er? Wo ist der Rest? Hier. Hast du Rest davon? Das geht nicht. Neuer muss rennen. Fertig, aus. Dann mal jetzt. Jo, ich bin hier. Mama hat gesagt, sie kauft das Samstag ein. Samstag kauft sie das ein. Wie, Samstag kauft sie das ein? Na, sie kauft alles bis Sonntag, Samstag ein. Ja, wir fahren noch morgen. Morgen? Ja, morgen ist doch Freitag. Morgen ist doch Osterkarfreitag. Ich hab uns beide Waffeln mitgenommen. Okay. Ich sag dann nochmal. Nein, also wenn sie für morgen noch was hat zum Dings, ist ja gut, zum, ach was weiß ich, denn keine Ahnung, mach's nicht so kompliziert. Herr Müller! Na? Wie geht's? Wie steht's? Herr Dietsch? Hallo. Und manchmal steht er doch noch. Ja, klar. Sei gegrüßt. Moin. Na? Na gut. Na ja, und selbst? Ich lass mal den Hund bei dir, ich bind den mal hier an. Wieso? Ist das ein schöner Posten hier, wo er wieder Riegen pullern kann oder arbeiten? Oh. Tschüss. Ne? Ja, wir machen's gut. Ja. Ich glaube, jetzt der Posten hält den nicht mehr, so viel Wurm drin. Ja, der ist schon ganz schön alt. Meinst du, der bricht auseinander dann dabei? Der Hund und der Posten. Hallo, hallo, möchtest du vorbei? Na denn? Ja, danke schön.
Thomas, ich hab dir was mitgebracht. Ja, ich hab gerade viel Suppe gemacht. Mein Schloss ist nämlich dran. Schloss bring ich dir nachher vorbei. Hier. Viel Suppe? Ja, finde ich schön. Gute Suppe. Dankeschön. Was ist Kürbis oder was? Nee, das ist, naja, wie ich so was ich esse. Gewürze und. Gewürze! Gewürzsuppe! Kein Würzfleisch, sondern Gewürzsuppe. Ja, ich hab's auch überlegt. Mensch, danke. Bitte, bitte. Sieht eben aus wie Kürbis so ein bisschen. Ja, das ist der Curry da drin, wa? Oh, vermutlich. Das ist der Curry. Sind das Nudeln? Auch Glasnudeln, ja. Glasnudeln, Hühnerfleisch, Schweinerind, Rindfleisch. Schweinerind, alle Tierarten drin? Nein, nur Rind und Brokkoli und Karotten, Paprika, Sellerie. Achso, Sellerie ist natürlich nicht mehr drin. Den Sellerie habe ich extra noch rausgesammelt. Sehr gut. Mensch, ja. Danke, Dennis. Ja, bitteschön. Schminken. Ja. Um die Puppen zu schminken. Der Kutscher. Ja, wieso denn bitte? Na, schick sie weg. Ja. Schick sie weg! Wir können ja noch eine große Fisch da lassen. Aber die ist so recht. Uiuiuiui. Uiuiui, jetzt habt ihr mal hier. Lupis Ferien. So, ja, Thorsten ist da. So, ja, Thorsten ist da. Der Soja-Thorsten ist da. Mhm. Also, jetzt habe ich natürlich. Soja-Thorsten. Jetzt mache ich. Du wolltest nicht Geld brauchen, aber ich kann ihm kein Geld brauchen jetzt, ey. 100 Euro gleich. 100? Ja, 100 Euro. Ja, nee. Fangen wir mit 10 an. Schimmig, genau. Fangen wir mit 10 an. Dann 20, dann 30. Nee, auf gar keinen Fall. Wir machen ja nicht sowas. Dann nur bis 0. Kann sowas nicht. Papa, wir machen das bloß bis 0. Null ist schon fertig. Das ist das Problem, ey. Mann, kommen sie alle in so brauchen. Mann, ich kann nicht, ey. Tut mir auch leid, aber was soll ich machen? Wir haben selbst kein Geld. Genau, jetzt ist einfach das Problem. Der Schulbus kostet, ich muss die Rechnung wieder bezahlen, 230, 250 Euro. Ich will damit nie mehr fahren, der kostet zu viel. Der kostet 1000 Euro mehr. 1000? Ja. 1000, ja. 1000 Euro, ja. Nur der Schulbus. Ja, machen ja ihre Arbeit, das ist ja gut. Und wieso müssen wir auch bezahlen, wenn wir krank sind? Das ist blöd. Ich werde ja trotzdem. Ihr bucht es, ihr bucht. Vertrag. Aber bald müsst ihr noch mehr Geld bezahlen mit Blumen. Genau. Hauptsache, ihr kommt wieder nach Hause, ne? Mhm. Jetzt kommen wir nie nach Hause. Aber dafür sind wir früher in der Schule da. Uhr. Ja. Können wir durchkommen? Ja, wenn du wolltest. Ja, okay. Gut, wir haben hier nämlich kurz anderthalb Wochen vor. Müssen wir schlank machen. Ja. Naja. Ja. Hier ja. Hallo, wie? Sehr gemütlich hier. Feuer. Wir haben hier so ein schickes Tigerbike. Da fehlt allerdings der Ständer. Und ich glaube, das heißt, mein Kleiner bräuchte auch Stützräder. Da wollte ich mal fragen, ob ihr sowas macht, beziehungsweise auch für wie viel und bis wann. Stützräder? Eigentlich. Stützräder. Was für. Ganz kleine, ne? Aber er ist ein bisschen im Verzug mit allem, weil er ganz lange mit den Ohren zu tun hatte. Ja, und er wird, glaube ich, nicht Fahrrad fahren lernen, einfach wegen der Angst umzufallen. Laufrad fahren kann er? Laufrad fahren kann er, genau. Ja, schon. Den Pedalen abschrauben. Erstmal so probieren mit dem Ding. Ja. Als Laufrad quasi so benutzen, dann sind die Pedalen halt im Weg, also das Pedalen abschrauben. Ja. Und dann, wenn er sich sicher ist. Okay. Gut, genau, bei Laufrad haben wir das kleinere Modell da, das ist jetzt auch wirklich zu klein. Okay, das heißt... Dann lernt er damit Anschwung, nehme ich nehmen, ganz ja, gut, ja. Wenn er das richtig kann.
Dann fahren wieder an. Und dann los, los. Genau, so kenne ich nämlich eigentlich auch, dass sie dann losfahren. Nein, ich fange nicht an mit Stützrädern, weil Stützräder trainieren nicht das gleiche Gewicht sind, sondern verfälschen im Grunde genommen mehr nur. Weil okay, ja, ja, ja. Dann kann er gar nicht trainieren, also er muss es ja trainieren. Mhm. Gerade wenn er mit Ohren Probleme hatte oder so. Das in die Pedale treten ist halt auch schwierig und deswegen, ich schiebe. Die meisten halt gucken die erste halbe Stunde erstmal nur nach unten, wo sind die Pedale, wo sie jetzt hintreten, dann treten sie rückwärts und so und bremsen mehr. Ja. Ja, findest du gut, war das Spiel? Knete. Ah, Knetwerkstatt und Fahrradwerkstatt. Anna, du, warte, ich habe noch eine Frage, ne, wegen deinem Fahrrad. Wir wollten ja wissen, ob wir hier was machen können für dich. Ständer. Ständer. Ja, schon da gibt es natürlich keine, so, also von Cookie, wo es vielleicht direkt gibt, welche, die sind zu groß. Vielleicht ansonsten gibt es die Standardständer und dann müssen wir halt kürzen. Ja, okay. Also wenn es jetzt nicht zu umständlich ist. Ach, ja, er hat eben Stützräder gesehen. Weil, die sind doch, guck mal. Guck, stehst du da und dann fährst du los. Ne? Ja, okay. Ja, ich habe halt selber auch mit Stützrädern gelernt, weil ich hörgeschädigt bin und also ich hatte total viel mit Gleichgewichtssinn zu tun und es war halt so. Ja, aber heute weiß man, dass es eigentlich kontraproduktiv ist, weil man dadurch eben das Stützräder fahren am Ende, Leute, also auch Erwachsene fahren ja auch mit Stützrädern, die kein Gleichgewicht haben. Aber wenn da irgendwas da ist, was man trainieren kann. Ja, genau, dann machen wir es auf jeden Fall so. Also ich würde jetzt an deiner Stelle, also ich kann dir die Pedalen abschrauben erstmal. Ja, okay. Dann benutzt du es als Laufrad. Genau, so machen wir es. Wollen wir das einmal kurz probieren, einfach draußen, kurz? Wenn du gerade die Zeit hast, freue ich mich. Ja, dann können wir auch gleich machen wir kurz durchstarten. Super. Ja, mach mit, komm. Ist ja egal. Du wartest hier. Der rennt hier weg. Hier. Pedalschlüssel. Geh mal raus. Schon. Ja. Schau mal draußen Pedalen. 61er. Wow. Kennt sich auch schon aus. Hier ist Pedal. Nein, Stützräder sind nicht gut. Tja, langes Beratungsgespräch, seht ihr mal. Fast überzeugt davon, dass Kuwahara was Gutes ist. Wuff, wuff, wuff. Bene drauf, ich hab zu große Füße. Kickboard ist besser. Bei Bayer. Und das Irre ist, was mich ein bisschen ärgert. Ich hatte von dem vorher noch die Anklageschrift und auch noch irgendwas. Und da haben sie, jetzt habe ich das, wo sie ihn zu Tode verurteilt haben. Dann wurde das Nahengesuch abgelehnt vom stellvertretenden Gauleiter oder Reichskommissar oder was das war. Und das wusste ich nicht. Hinten der Vermerk, also also bei der Übergabe zu den Henkern bis zum Abtrennen des Kopfes sind 18 Sekunden vergangen. Also rein, der muss reingekommen, wurde übergeben, dann kamen die Henkersgehilfen, haben den genommen, runter, zack, 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 weg, fertig. Also gar nicht groß jetzt irgendwie letztes Wort oder wollen sie alle zugucken. Und es ist genau dokumentiert, also es hat er im letzten Bericht, ja, wegen Waffenbesitzes zum Tode verurteilt worden. Ja, aber du hast jetzt 2 Wochen Ferien. Hättest jeden Tag ein bisschen was machen. Ja, musst du machen. Pro Tag sagen wir mal 10 Euro. Außer mal blöd. So, wenn ihr mal nicht vergessen wollt, wie eure Dreigangschaltung eingestellt ist, dann einfach hier eine kleine Markierung ranmachen an das Schaltkettchen.
Tada! Fertig. Bis dahin eingestellt. Fertig. Nuki, eigentlich ist es schön, wenn du da bist. Macht doch Spaß, oder? Oder nicht? So boring days by my father's in my father's shop. So demnächst so seinen eigenen Vlog machen. Hier, Papa. My boring das holiday ist sortiert day und das days. Ist nicht sortiert. Papa, guck, das hier ist sortiert. Und das da ist nicht sortiert. Sortiert ist schlecht. Oh. Weißt du denn die Reihenfolge, wie sie rankommen? Ich versuch's bei den Unordnungen. Boring days in my father's shop. Das ist falsch. Probier nochmal. Die letzten, oder? Alle. Die ganze, also die gesamte Reihenfolge ist halt falsch. Alles. Ja. Hast du die Unterlegscheibe dran? Ja. Die Unterlegscheibe ist. Guck mal, wir machen das mal wie dieses Superhirn-Spiel. Das ist ein Superhirn-Spiel. Superhirn-Spiel, na, das, wo man mit den Steckern, mit den Farben steckt. Pass auf. Richtig, richtig, richtige Position. Die zweite, diese Unterlagscheibe, richtig, richtige Position. Die dritte? Falsch, falsche Position. Richtig, richtige Position. Die vierte, richtig, falsch. Falsch, falsch, falsch. Nein! Dreimal richtig, eins, zwei, dreimal richtig, dreimal falsch. Okay, nein, jetzt ändere. Jetzt weiß ich, wie das geht. Aber bin ich mal gespannt. So, next Upsi. Level. Hä, aber ich schreibe dir das auf dem Blatt auf. Pass auf. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Pass auf. Pass auf, guck. Guck doch mal hin. Erste, richtig. Zweite, richtig. Dritte, richtig. Vierte, richtig. Vierte, falsch. Dritte, fünfte, falsch. Falsch, falsch, falsch. Okay, so jetzt. Mal gucken, wie viele Runden du brauchst, bis es richtig ist. Oh nein, das ist ja, blöd. Superhirn-Attack. Superhirn-Attack. Wir spielen Superhirn mit ohne schlecht. Kann man mit allem spielen. Außer mit Werkzeugen. Und mit einem Mensch. Wieso gibt es keine Superhirn-Menschen? Erster richtig, zweiter, dritter richtig. Von außen gesehen, ne, natürlich. Artig, also, pass auf. Erster richtig, zweiter richtig, dritter richtig, pass auf. Vierter richtig, falsch, falsch. Zwei falsch, dritte Guck. Runde. Dritte Runde. Richtig spannend hier, ey. So sieht es aus, das neue Spiel. In jeder Fahrradladen, Werkstatt zu Hause. Das ist das Ventil, das ist der Querschnitt. So. Ja, damit die Leute das auch verstehen. Achso, ich hab viel. Sah aus wie ein Schlüssel. Okay. Okay. Ja. Dann machen wir heute. Papa, ich hab's geschafft! Warte, ich vergleiche, ich muss gleich korrigieren. Da musst du den Zettel bringen und den schlüpfen. So, wie kriegt man das jetzt rein? Ganz simpel. Indem man den Zug erstmal aushängt unten. Okay. Erstmal hängt man hier unten den Zug aus. Kannst du den Zug auch aushängen? So? Wie geht das? So? Hast du das? Genau. Und loslassen. Jetzt kannst du ziehen hier, dass du mehr Platz kriegst. Ziehen. Hoch. Ziehen. Genau. Guck mal, wie old der Zug ist. Ganz verrostet. Guck. Jetzt kommt das hier. Jetzt kommt das da rein. Und genau, da oben reingeschraubt. Rein. Und reingeschraubt. Ganz gerade. Nee, ganz gerade. So, guck mal jetzt. Dreh mal rein. Nicht den. Den anderen Ring. Den, genau. Drehen. Drehen. Sehr gut. Wunderbar. Jetzt muss den Zug wieder einhängen. Also wieder ziehen. Das stimmt. Das ist nicht.
Doch, geht. Den Gummi hier weg, genau. Jetzt. Nein. Na komm, feste. Genau, das ist ein bisschen anstrengend. Perfekt, oder? Warte. Warte. So. Rückwärts dreht er. Cool. Und? Zieh mal am Hebel. Bremst gut, ne? Kann man so lassen? Ja. Perfekt. Jetzt können wir draußen arbeiten. Aber schön gemacht. Liebe Leute, haltet ihr davon? Toll. Drückt Daumen nach oben. Drückt Daumen nach oben. Auf alle Fälle dafür, dass Anute fast alleine gemacht hat. Kriegt sie schon hin, der Mann. Also mir und mein Skadi gehört. Wenn ich das fahren kann, kann man das vermieten. Kann ich das? Komm, wir machen mal Licht dran. Wir bauen noch Licht dran an das Ding, dann vermieten wir das. Okay? Darf ich dann testen, ob das alles geht? Ja, hier komm, halt. Ja. Du musst filmen. Hilfe! Das neueste Fahrrad der Welt. Bist du doch schon gefahren mit Rad? Nein, bin ich noch nicht. Dieses alte, was wir gefunden haben. Das ist es. Ah, da fehlt doch noch der Ständer. Da fehlt der Ständer. Ja, den müssen wir anbauen. Das wollten wir mal anbauen. Aber können wir das draußen machen? Ja, können wir machen. Yippee! So, Achtung! Yippee! Ich dachte, das auspacken zum ersten Mal. Die eine muss hier vorne ran. Klack, klack. Die weiße. Die rote muss hinten ran. Komm, erstmal raus. Halt fest gegenfalten. Genau, darfst du nicht verdrehen, ne? Nimm mir ein bisschen Luft, ja? Ja, nimm mir. Klar. Halt gut noch. Oh, das Mal wieder so. Echt scheiße. Die haben die zu groß gemacht, die Brille. Ja, das ist das cheapest we have. Aber warum? Ja. Steck hast du? Zeig mir ganz alleine, wie du das machst. Guck, 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 du könntest es ran, man sieht's. Natürlich ist es ein Abdruck. Ja, wie so läuft's. Guck, du hast also Mama angeholt. Ja, selbstverständlich. Das ist ein Minimum-Lock, ja. Du hast 3, ich kann. I might actually have 8. Ja, du. Ooh, I take 8. I take a small money. There's yeah? Coins. Ja, perfekt. Thanks. Perfekt, super. Dankeschön. Bitteschön. Ja. Mama, da liegt der Box. Was hat sie? Willst du jetzt alles nachholen, was Anouk gegessen hat in der Zeit? Siehst du? Willst du auch einen Traumzucker? Ja. Na, nimm dir. Ich will mal eine Apfel. Nimm schon einen roten, ne? Sehr gut. Was kann ich das aufmachen? Du kannst nicht das aufmachen. Willst du das gleich essen? Kann ich es essen! So, jetzt muss ich noch mal gucken draußen, was da los ist. Da las es wieder, wa? Da muss ich jetzt ein bisschen arbeiten. Kurz mal. Kettenschutz. Ja. Got it. Wird doch so. You make photos? I make films. I ask permission first. Who's more handsome? You're very close to my face. He's a nice guy. He's definitely is.
I thought you guys were brothers. No. You can watch it on YouTube. Okay. Handsome. If you want. Handsome? Handsome. Was das? Han Solo. Han Solo. Handsome means beautiful gentleman. Okay. Beautiful man. We're good? Are we good? You want your keys? My English is not so very, very good. Your English is not yellow from the egg, you mean, yeah? I don't know why what you're talking. No, weiß ich nicht, kann ich nicht, zu schnell. Your English is not the yellow from the egg. Nee, das Gelbe vom Ei, genau, ja. Man muss es ganz langsam sagen. You have to speak slow and that's a problem. Bitte? That's a problem. Now I have a new Hasselblad in my collection. Der gute Victor Hasselblad. Also, we good? Huh? We good? We good. We good. We good. Very good. The 500 or what is it? Yes. A little more. No, 500C. The model. The model. Oh. Ah, I mean I the model. You were talking about price. No, not the price. No, please. Don't be like that. Don't be like that. We don't talk the price. The price of the planar is more, I think. The objektiv is more. Warte eine Minute. Ich guck ihn her. Ach, guck, warte eine Minute. Do you need time, eh? I think you have no time. Give me a card so I can check you out. You have a card from you? Or what? For what you do this? Only for yourself or? I give you my Instagram. Instagram, very nice. You can have my Instagram. So. It's Fahrradsalon. Fahrradsalat. Handsome. Also handsome. Everything is handsome. Yeah. Everything is true. Of kind. But you have to watch out for your. I think I lost my keys. He lost your Instagram. Maybe this key? No. You mean your own keys? No, no. This one you give me. Keys. Fuck keys. I lost my keys. Not this here. Scheiße. Langsam, langsam. Mach in Ruhe. Okay. Are we done? Slowly, slowly. Are we done, me and you? I think, yeah. Do I get back my information or do you need it still? Oh, I have it. Nice. I need, yeah. Now, where's my cover? Where's the cover? Cover. From the lens. Oh, there's the cover. That's it. Yeah, and he touched it. This is Erik gesehen. He's seen. That's good. Everything. Too fast. You're too fast. You do it like this. Oh, can I make a photo? Instagram. Best at the right times. Instagram. Levi. L-E-V-I. _. Shagged. S-H-A-G. Like the sexual act. Ich muss mir das öfter angucken. I have to see it more than one time and then I can check out your Instagram. Yeah, you can verify it. Hashtag go follow. 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 Germans. Okay. Handsome, go. Handsome. Handsome, handsome. We're American. Dirty to clean. Is that an ironic? No. No. I don't know what it is. What's ironic? Weiß ich nicht. Ironic is something that's yeah, I know. Oh, you're so clean shaven is ironic. Because you have a beard. Okay. Verstehe? Ja, verstehe. Verstehe. No, verstehe ist verstehe? Verstehe ist komisch, gibt's nicht. Nothing, not exist. Not exist. Well, I don't speak German. Just verstehst du? When verstehst you du? Ask, verstehst du? Okay, you I'm gonna go get alcohol. Huh? I'm gonna have some alcohol. Alcohol. You need alcohol? I'm gonna go drink some alcohol. Oh, there. You can... No, I'm gonna go by the canal. With the friends. With the friends. Okay. You find... found friends? Yes. Come, we go to the... drink alcohol on the canal. Seriously. Yeah, I always find friends. You have to... I'm the first man here in Berlin. Mm-hmm. Look at our shadows. show the shadows. The what? Show the shadows. Yeah, but you don't make it... Photo. Photo? Photo? Jetzt bin ich ein Abil. Abil? Guten Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Nice day. Yeah, nice day. Thank you both for being such great subjects and genuinely generous people.
Much okay. appreciated. Thank you. You're welcome. So, bye. Änderung durchgeführt. Was heißt eine Änderung durchgeführt? Wie ist dein Instagram? Siehst du? Du findest mich auf Facebook. Na, Facebook ist so alt. Milford. Milford McPuffin. Milford McPuffin. Puffin for a reason, huh? Because. Ich bin zu Englisch, hallo. Ja, hier, ne? Englisch. Cool. Hammer. Ja, ach Mann, hör auf, ey. Instagrammy. Jetzt kann ich morgen endlich losfahren. Das ist doch schön gepflegt, in aller Ruhe. Ja. Na, ich auch. Mit dem Knacken rumkühlen. Ich kann auch morgen losfahren. Kein Essen heute. Ciao. War gut. Ah, nicht so oft. Aber oh, gut, okay, alright, let's buy it. Immer mehr. Ja, ich muss sagen, stopp meins. Ich muss sagen, wenn es weg ist, ich kenne dich. Yeah. Was ist die Hölle los bei Edeka? Wolfgang-Session ist das. Habe ich vorhin schon gesehen. Ja? Nein, wird er sich ja freuen. Wolfgang! 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 Stammstuhl! Nee. Ah. Der schöne Rad deiner? Ah. Da gibt's neue, Thomas. Ich spiel. Bankrott? Bitte. Rein. Okay. Ja. The brakes are working very well. No. No, from the rain, they got on. They're just a bit loose. But from they're. From the rain. It's not loose from the rain. It's loose from the. I just need to tighten it. One thing is missing. You need two of these. Er kriegt das nie wieder. Hier, one nut is missing. Bobby ist international bike service. Ja, international, professional international. I am a professional international. Fertig, finished. That's a magic. A magic of this. Attention, Auto! Da schwingt so viel. Ja.
Darf ich mal die Schuhe sehen? May I see your shoes? Because from this... These from sneakers? Yeah, they look nice. They're good running shoes, Asics. Asics. Hey, and then, yeah, they have a cool design. Very yeah. Nice. Yeah. Was ist denn das? Chinese? Where did you buy them? The US. But... Yeah, because yeah. In, they start to look fancy, but to my taste, like nowadays, sneakers, they all look fancy. Yeah, really good. Und sie ist auch total voreingenommen von den ganzen Träumen. Whatever you want. I don't know what a good amount to pay though. 100 is very good. But since it's the first time, 50 would be accepted too. Okay. It's a rock concert. Huh? I don't know. Come on, wie unsicher sind die schon? Unglaublich, ey. That's only you. He's always I go like this. I look in this direction and you can give it in my dirty hands. Okay. But if it's too low, will you tell me? I put it in a pocket. I shed on you in my dreams. If it's too low. See. If it's too low, you have to tell me next time. Nah, it's too low. I can feel it. Your conscience will tell you. You won't sleep well. Ja, das ist gut. And the bike god has also Essex. Nächste Frage, ich wollte schon meine Kamera auch mal mitbringen. Weiter. Aber da du ein bisschen zu viel zu tun hast, hab ich gedacht, machst du heute nicht. Ich habe immer viel zu tun, ja. Ja, ja. Das ist ja nächste Woche vielleicht ein bisschen früher, Dienstag, Mittwoch, zwischen Feiertagen. Ich hoffe nicht. Nach der Feiertag, naja, abends. Ich hoffe nicht. Ich meine, abends dann mal eine halbe Stunde. Ich brauch. Viele Kunden brauche ich. Heute war ja viel los, war klar, ich kann das. Ja, heute war nicht so viel los, leider. Nee. Nee. Kann ich ganz ruhig schrauben heute. Aber ich war mit Mieträder, war viel, wa? Nee, ohne. Auch nicht, auch nicht. Nee. Auch nicht. Zwei Räder oder so. Ja, ja. Hallo Kundschaft. Ja? Ja, also ich glaube, ich habe irgendein Problem mit dem Fahrrad, weil, also... Hast du oder glaubst du? Ja, wahrscheinlich. Also oh, irgendwie, nochmal. Ich habe das Fahrrad schon mal untersuchen lassen, da hat mir jemand gesagt, dass da wahrscheinlich jemand rumgeschraubt hat. Stimmt erstmal bei jedem Rad. Irgendjemand hat es mal geschraubt. Schauen wir doch mal, was ist denn das Problem? Also jetzt ist irgendwie die Langschaltung... Funktioniert nicht mehr. Die war halt hier auch lose. Okay. Wo das Problem Na, ist. Komm, schließ mal ab und komm mal hier mit rüber und dann machen wir das mal ganz. Kostet wieder 1000 Euro. Ruff und weg. Warum ist denn das Eier drin? Nicht, das ist mein Frühstück, Wolfgang. Finger weg, das ist mein Frühstück. Kein Problem. Kein Problem. Also ich würde das ganze Rundum checken lassen, weil ich nicht weiß, manchmal macht das komische Geräusche wieder. Und ob irgendwo was los ist oder keine Ahnung, was weiß ich nicht. Okay, Rundum-Check kostet erstmal. Du bist ja leider ein Hollandrad, kostet ein bisschen mehr beim Hollandrad. Oh, Tandem, schön. Oh Mann, das ist. Vielleicht ist ja auch alles okay, ich weiß nicht, keine Ahnung, aber ich habe auch das Gefühl, dass immer irgendjemand lose macht in meinem Fahrrad. Okay, halt's mal fest ganz kurz. Einfach nur so, genau. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier nicht schnell beheben können. Ist da was
durchgeschnitten worden? Oder? Nein. Okay. Also erstmal jetzt auf den ersten Blick nicht. Wer soll denn da rumgeschraubt haben? Ja, das frage ich mich auch. Keine Ahnung. Also, was ist denn? Denke ich einfach nicht. Wer sagt denn dir sowas? Hm? Wer sagt dir denn sowas? Na, ich war in so einem anderen Fahrradladen. Welcher Fahrradladen war es? Das war hier auch und dann habe ich wieder einen Auftrag weggegeben. Da kannst du bei anderen Fahrradläden richtig Geld bezahlen bei sowas. Okay. Aber Tommy ist ja doof. Wird mir von vielen gesagt. Ich mache mal gleich und zeige, dass eigentlich gar nicht so ein großes Problem ist. Ja, dann ist es von dir, weil ich einfach gar nicht Waffen gehen darf. Also. Das müsste ja die Einstellung sein. Und dann probieren wir noch mal, ob die Achsmutter fest ist überhaupt. Wenn hier einer sagt, da hat jemand dran rumgeschraubt, dann weiß man ja nie. Da, die ist fest. Da hat Tommy wieder was umsonst gemacht. Ein bisschen pumpen, fertig. Dankeschön. Ja. Und dann gibst du, was du geben magst dafür, dann ist gut. Aber jetzt machen wir jetzt mal pumpen. Wo ist Pumpe? Was willst du denn? Kamera! Kamera! Wolfgang, du moderierst. Was ich jetzt mache, du erzählst, was ich jetzt mache. Doch! Wolfgang, du redest. Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Du sagst, was ich mache? Ich kann kein Englisch. Das ist kein Englisch. Ach so. Nee, das ist Deutsch. Deutsch. Ach so. Das ist Englisch. Hier. Ja. Ist kaputt. Ist kaputt. Wieso? Hier vor Ort. Hier auch. Musst du machen neuer. Hier auch. Das? Alles. Ist egal. Ja? Yeah? Ja. Warte. Na, das ist hier. Guck mal, das ist hier kaputt. Was? Da, hier. Guckst du. Kaputt. Was denn? Da. Kaputt. Siehst du kaputt, nicht? Kaputt, kaputt. Die Plastik. Jetzt weiß nicht, dass ich Plastik bin, nicht Plastik. Die Plastik. Das ist nur verkleidet. Kein Problem. Ja, das ist hier. Das ist nur, guck mal, in der Mitte ist Metall. Drumherum? Plastik. Plastik? Kaputt? Ja, die Leute sind, die sagten, die kaputt ist. Ach so, wohin haben sie hin? Ja. Aber hier, ja, also. Das war doch kaputt an der Tür, oder? Ja, nichts, alles gut. Bulgar. Was ist los? Alle Jude. Ich komme nicht zum Frühstück, ey. Seit heute Morgen versuche ich hier Brötchen zu essen. Irgendwie diese Fremds doch hier die ganze Zeit. Hm? Also, wenn ich jetzt mal schieben würde, das. Darf ich das mal? Das ist doch Fahrrad. Ja, schieb mal kurz. Normal? Ja, ist normal. Ist gut für die Muskulatur. Ja, ich glaube auch, aber das kommt mir jetzt nicht normal vor. Nee, ist auch nicht normal, aber was hier mit dem. Ja, es ist keine Ahnung. Schloss. Also. Ja, mein Schloss ist nicht gut da dran, natürlich. Das ist nicht gut da
Die wollen wir nicht hier. Die gehen schon auch nicht so gescheit. Aber das war jetzt kein so Problem, aber momentan kann man es ja gar nicht fahren. Siehst du das? Da drin, diesen Rost. Ah ja. Kann man das irgendwie so beheben, dass es fahren kann? Besser? Jetzt geht's wieder. Also mal den mittleren Zug, der müsste mal in Euer gehen. Solange nicht gebremst sind, der wissen nicht, wie du machst. Nee, die geht halt nicht. Die geht halt nicht, ach schau. Und einmal hast du halt gebremst, da muss eine begrenzlige Situation gewesen sein. Dann hast du halt gebremst und dann ist das einfach festgelegt. Weil so viel Rost drin ist, dass er natürlich ziehen kann. Ich stelle das Auto zurück. Irgendjemand hat da gerade nichts zu tun oder so. Und dann blockiert du natürlich, weil so viel Rost drin ist, dass er dann nicht mehr von der eigenen Federspannung wieder aufhebt. Einfach früh, ja, mein. Ja, komm. Die Welt bleibt, alle bleiben. Mehr. Ja, klar. Nichts drin. Okay. Mehr. Okay. Mehr. Tja, gibst du halt, was du heben magst dafür. Mal aufpumpen, ich hab die aufgepumpt, die Kette aufgemacht, wieder fertig. Also es war gar kein Loch drin, ja? Nee, ist bis jetzt nicht so. Aber hast du noch so eine Kappe zuständig? Hab ich schon aufgemacht, ja, ich aufgemacht. Kappe habe ich aufgemacht und Kette ruf und ja. Ah, okay, ich wollte hier, dass da mindestens ein. Na, bis jetzt nicht, also ohne Belastung natürlich, ich kann ja nicht durch die Gegend fahren mit dem Ding. Aber. Und hast du zufällig noch ein bisschen Öl oder hast du schon Öl? Weil die Kette hakt immer so nach dem Winter. Ich habe das jetzt halt ja nicht mehr gefahren. Haben wir draußen. Ah. Im, auf dem Fahrrad. Keine Ahnung, was gibt man denn da? Oh, jetzt schmeißt du was ins Schwein. Okay. Jo, liebe Leute, jetzt ist bald Feierabend. So, das müssen wir mitnehmen. Dich müssen wir mitnehmen, Kamera. Wie mache ich das heute? Jetzt ist es 5 vor 9. Mann, wie mache ich das heute? Ich weiß es nicht. Also wenn ich das alle so drin lasse und hochlade, ich habe mal geschaut und mal nachgerechnet, dann lädt das Ding ungefähr, das waren 7 Stunden hoch. 7 Stunden lang kann ich den Computer nicht benutzen. 7 Stunden ist die Internetleitung durch, tot. Das kriegt nicht hin. Wir machen das anders. Ich muss das diesmal anders machen wieder. Tut mir leid. Oder vielleicht ist es auch in eurem Sinne. Ich schneide das ganz normal. Und ich muss diesen Livestream jetzt mal wieder in Gang kriegen. Das muss ich einfach schaffen. Ich muss einfach schaffen, den Livestream anzumachen, zum Laufen zu bringen. Und dann ist gut. Also ich werde mal jetzt über Ostern meine Computerecke mal richtig entstauben, mal richtig rausräumen. Also nach dem Samstag tatsächlich erst. Den Samstag gucke ich nochmal so durch. Und dann habe ich Sonntag und Montag frei. Und da werde ich das dann tun. Da mache ich die Computerecke mal richtig alt rausräumen, wieder auskramen, sauber machen und mal ein bisschen ausmisten wieder. Alles neu wieder einräumen, dann die Kabel vernünftig anschließen und dann haben wir hoffentlich wieder einen Livestream von hinten aus der Kammer. Der läuft dann einfach, den lasse ich einfach laufen und dann ist gut. Und den muss ich nicht wiegen laufen lassen, auch gegenüber Bikestream laufen lassen, das weiß ich eben tatsächlich noch nicht. Sag doch mal einfach was dazu, ob wir den über Bikestream laufen lassen sollen oder ob wir den tatsächlich mit einbinden jetzt in unserem
in unserem Kanal hier, in dem Fahrradsalon-Kanal, wo die täglichen Vlogs und so, die Reparaturvideos und so drin sind, was ja auch vielleicht nicht verkehrt wäre, aber was dann von vielen missverstanden wird, so wie, oh, jetzt ballert der uns zu mit dem Scheiß, das wollen wir da ja nicht sehen und wir abonnieren. Die Leute, die Bikestream sehen wollen, haben halt die Möglichkeit, tatsächlich nur dann informiert zu werden oder nur dann einen Hinweis zu bekommen, sozusagen, wenn auch ein Stream angeht, ne? Nicht wenn ein Vlog hochlädt. Und die, die einen Vlog sehen wollen, die gucken halt, oder die Reparaturvideos sehen wollen, die gucken halt auf meinem Kanal, auf dem Hauptkanal. Das ist jetzt die Frage, da bräuchte ich mal ein Feedback von euch. Sagt mir einfach was dazu, was ihr davon haltet. So oder so, wie machen wir was haltet ihr davon? Stream werde ich auf alle Fälle versuchen, das ist keine Frage, das werde ich auf alle Fälle versuchen, wieder zu animieren, weil das war ja eigentlich der Grundgedanke des Kanals. Das war der Grundgedanke 2008, als wir das gemacht haben, schon mal. Und dass es live ist, dass man da nicht irgendwas, auch wenn man mal einen Finger an der Nase hat und rumbohrt oder mal mit einem Zahnstocher in den Zähne rumpult, das ist dann halt alles mit drin. So eine Sachen, ja, das ist schon so gedacht. Und da habe ich auch keine Hemmung vor, das ist ja scheißegal, aber wenn man mal Fotos tröpst oder irgendwas, ja, egal, das ist die ganze, da scheiße ich mal auf die sozusagen Netiquette, wenn du so willst, oder Etikette bei meinen Vlogs, das ist halt so, das ist ein normales Leben, so wird es gezeigt, so wird es präsentiert, da gibt es weitaus Schlimmeres in der Welt, was man wirklich nicht unbedingt sehen muss und trotzdem vorgesetzt bekommt. So, damit würde ich mal sagen, verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns morgen wieder, übermorgen, übermorgen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann sehen wir uns wieder. Also am Samstag auf alle Fälle. Bis dann, macht es gut. Ciao, euer Tommy.